1, 2, 3, and... Über die letzten paar Wochen war ich mit meinen Eltern im Urlaub in verschiedenen Ländern und Städten und generell ein bisschen quer durch Europa, was ich hier in diesem kleinen Vlog für euch mit dokumentiert habe, der erste Teil einer mehrteiligen Vlogreihe. Hier sind wir morgens losgefahren und waren dann etwa um die Mittagszeit in Brügge, also in Belgien, was eine wunderschöne Stadt ist. Ich war total fasziniert von der Stadt. Wir hatten ein paar Probleme, unser Hotel wiederzufinden, weil die Stadt, obwohl wunderschön und voller Kanäle, irgendwie überall ziemlich gleich aussieht, sobald man sich in den Fußgängerzonen bewegt. Aber letztendlich sind wir dann doch noch zurück zum Hotel gekommen und ja, es war einfach ein sehr schöner Nachmittag. Hallo Jungs, Mädels, alles dazwischen und diverses und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Emilia und in meinen Videos beschäftige ich mich mit Produktivität, Vlogs, zum Beispiel Travel Vlogs, Lifestyle Content, stuff like that. Bitte ignoriert, dass ich gerade kein Make-up drauf habe. Ist nicht ideal, ich weiß. Normalerweise lege ich da auch Wert drauf. Ich werde mir die Wimpern nachher auch noch tuschen, bevor wir zum Abendessen gehen, aber whatever, jetzt gerade fehlt mir einfach der Nerv dafür. Willkommen zum ersten Teil meiner dreiteiligen Urlaubsserie, dem ich jetzt ja schon mit meinem Jahrgang auf Latein-Exkursion in Rom war für eine Woche. Bin ich jetzt nochmal mit meinen Eltern für 2 Wochen in den Urlaub gefahren und ich werde das Video in 3 Teile teilen. Wir haben erst 3 Zwischenübernachtungen. Heute ist die erste in Brügge, morgen dann Cambridge und den Tag danach in Liverpool. Nach den 3 Tagen fahren wir dann endlich dahin, was eigentlich so unser eigentliches Ziel ist. Ein kleines Cottage im Lake District. Da werden wir eine Woche bleiben. Das wird dann der 2. Vlog. Und im 3. Vlog fahren wir dann noch für 3 Tage nach Edinburgh in Schottland. Jetzt werde ich erstmal die 3 Tage, die wir in den Städten haben, mit vloggen. Und da freue ich mich sehr drauf. Wir haben uns Brügge ja eben gerade schon ein bisschen angeguckt. Ich muss sagen, ich bin total von der Stadt begeistert. Mir war gar nicht bewusst, dass Brügge so eine schöne Stadt ist. Und es ist wirklich absolut unglaublich hier. Ja, es war heute eine ganz gute Autofahrt. Wir sind ungefähr 6,5 Stunden hierher gefahren. Über Autobahn und so weiter. Obwohl es jetzt erst am Freitag in Hessen Ferien gegeben hat, sind wir echt gut durchgekommen. Ich bin ziemlich fertig. Wir sind heute halt auch schon um 5 aufgestanden. Und ich hatte zwar 6 Stunden Schlaf, aber war halt trotzdem anstrengend. Ich rede gerade auch irgendwie so förmlich, ne? Ich bin Vloggen gar nicht mehr gewöhnt. Ja, wir sind jetzt erstmal hier auf dem Hotelzimmer. Ich werde auch gleich nochmal eine kurze Roomtour filmen. Nachher werden wir dann nochmal zum Essen rausgehen. Dann haben wir hier die 1 Übernachtung und dann geht es morgen weiter mit der Fähre. Und ja, ich werde jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen ein Video schneiden. Den Rom-Vlog, der vor dem Video hier online gegangen ist. Schön. Das Hotelzimmer ist eigentlich eine Suite. Also das sind 2 Zimmer. Das hier ist das Zimmer, das ich gekriegt habe. Der Ausblick ist voll schön. Und hier geht's dann ins andere Zimmer. Als wir durch die Stadt gegangen sind, sind wir einfach an einem Harry Potter Fanladen vorbeigekommen und ich habe mir ganz viel Zeug gekauft. Einmal diese Tasche hier, Mr. Harry Potter, also das ist quasi der Brief, den Harry kriegt als Totebag. Richtig cool, das ist by the way das Buch, das ich im Moment lese, Every Summer After. Richtig gut. Ich habe das Zeug, was ich mir gekauft habe, einfach da reingeschmissen. Das ist einmal dieses Harry Potter Washi Tape hier. Das war relativ teuer, aber ich finde, sowas kann man sich halt auch echt mal gönnen. Dann, ich habe zwar schon eigentlich eine Zeitumkehrerkette, also beziehungsweise das hier ist ja ein Schlüsselanhänger. Der ist aber auch schon relativ angelaufen und wie gesagt, das hier kann ich als Schlüsselanhänger benutzen oder ich mache es mir an die ursprüngliche Kette dran. Und dann, das fand ich einfach random, gab es Wizard Matcha Schokolade. By the way, hört ihr das Glockenspiel?
voll schön einfach. Wir haben uns jetzt ready gemacht fürs Abendessen gehen. Wir wollen in so einen Irish Pub, das wir eben beim Spazierengehen gesehen haben. Weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Wir wollen da ein bisschen Karten spielen und halt was essen. Ich habe irgendwie auf der Karte gesehen, es gibt veganes Curry und noch ein paar andere vegetarische Sachen. Und meine Eltern wollen safe gehen, das trinken. Ich zeige euch mal kurz das Outfit. Das ist auch für meine Mutter. Auch sehr hübsch, sehr figurbetont. Nee, Mama. Jawohl. Sehr schön. Ich liebe dieses Kleid, sehr gemütlich. Guten Morgen, Freunde. Es ist 7.05 Uhr. Wir wollen jetzt gleich los weiterfahren. Wir werden hier jetzt nicht nochmal groß frühstücken oder so. Wir müssen um 10 Uhr bei der Fähre rüber nach England sein. Deswegen müssen wir uns halt ein bisschen beeilen, weil wir fahren halt noch ein Stückchen bis nach Dünkirchen, wo wir dann halt die Fähre darüber nach Dover nehmen. Und wir werden dann wahrscheinlich auf der Fähre was essen, aber vielleicht irgendwo zwischendrin nochmal einen Kaffee kriegen oder so. Es wird bestimmt schön. Irgendwann heute Mittag werden wir dann schon in Cambridge sein. And it feels like wir sind so eine bis anderthalb Stunden lang weiter nach Dünkirchen gefahren, wo wir dann auf die Fähre gekommen sind nach einer gewissen Wartezeit. Und dann sind wir nochmal 2 Stunden, also von 10 bis 11 Uhr, denn in England ist natürlich die Uhrzeit um 1 Stunde vor verschoben, im Gegensatz zu bei uns gefahren, und sind dann auf der anderen Seite in Dover rausgekommen. Und dann war es nochmal eine etwas längere Fahrt nach Cambridge. Cambridge haben wir irgendwie rückwärts entdeckt, von etwas weniger schönen Gegenden über tolle Parkanlagen bis hin zu den wirklichen Juwelenplätzen der Stadt sind wir an diesem Abend gegangen, und diese wunderschönen Teichanlagen und Flüsse, auf denen ja auch Schifffahrten und Stadtführungen stattfinden, waren so unglaublich, und irgendwann waren wir dann in der Mitte der Stadt, die auch so unfassbar schön ist. Für einen Tagestrip oder vielleicht auch einen etwas längeren Aufenthalt kann ich Cambridge wirklich empfehlen. Die Altstadt von Cambridge ist natürlich wunderschön, gibt einem sehr extreme Harry Potter-Vibes und ein bisschen Oxford-Vibes, nehme ich an. Ich meine, die Städte sind nicht umsonst quasi die beiden Holy Cities, wenn es zu Universitäten kommt in England. Es gab eine Menge Shops, die leider alle schon zu hatten. In England macht eigentlich jedes kleinere Geschäft schon um 5 Uhr zu, aber dennoch konnten wir uns ein paar total tolle Gebäude anschauen. Freunde, es ist Freitag, ja, Freitag, und wir haben jetzt eine Nacht hier in Cambridge geschlafen. Ich weiß, ich habe euch gestern gar nicht mehr unser kleines Hotelzimmer hier gezeigt, aber es ist jetzt so unordentlich hier drin. Hier liegen so viele Klamotten und Kabel und keine Ahnung was alles rum, dass ich mich ehrlich gesagt ein bisschen geniere, das zu filmen. Vielleicht räume ich gleich nochmal ein bisschen auf und zeige es euch dann. Wir sind gestern Abend dann ja noch durch die Stadt gegangen, an ein paar Einkaufsläden vorbei und an den ganzen Colleges. Die Läden hatten leider fast alle schon geschlossen, aber es war trotzdem eine so unfassbar tolle Experience. Ich fühle mich an wenigen Orten auf der Welt so gut wie in England. Und als wir gestern durch die Straßen gegangen sind mit den ganzen alten Gebäuden, es war einfach so magisch. Man hat ja irgendwie immer so eine richtige Heimat und eine Wahlheimat. Und England ist wirklich meine Wahlheimat. Ich fühle mich hier zu Hause. Ich könnte mir vorstellen, hier später zu leben. Es fühlt sich einfach so gut an nach 4 Jahren. Ich war
4 Jahre nicht hier, endlich wieder britischen, englischen, wie auch immer, Boden unter meinen Füßen zu haben. Und es war auch einfach irgendwie total toll, nachdem ich so viele YouTuber verfolgt habe, die in so ähnlichen Gebäuden, zumindest die denen in Cambridge studieren, wirklich mal selber da zu sein. Das war wirklich magisch. Ich bin gerade dabei oder habe im Prinzip gerade das Video von der Romfahrt hochgeladen, also von dieser Klassenfahrt, die ich gemacht habe mit meinem Jahrgang. Ich muss noch ein Thumbnail machen und die ganzen Daten eingeben, also die Infobox schreiben und das ganze Hintergrundzeug. Und meine Eltern sind gerade laufen, deswegen sind sie nicht hier und trage by the way gerade einen Pulli, falls ihr euch wundert, weil ich habe eben geduscht. Meine Haare sind ja auch ein bisschen nass und ich weiß, das ist, glaube ich, eine ziemliche unpopular Opinion, aber ich dusche echt nicht gerne morgens. Morgens ist irgendwie so die ganze Energie aus meinem Körper raus und mir ist eher kalt. Und wenn ich dann dusche, entzieht mir das nur noch mehr Energie und danach ist mir echt so kalt, dass ich mir jetzt diesen Pulli hier anziehen musste. Wenn sie wieder da sind, werden wir dann noch schön am Frühstücken gehen. Unser Hotel hier ist so ein Hotel-Pub, wo es ab 7:30 schon Frühstück gibt. Das heißt, da werden wir dann noch mal was essen und dann sind es noch mal 3,5 Stunden bis nach Liverpool, wo wir uns dann das Beatles-Museum angucken und auch noch mal so ein bisschen durch die Stadt gehen. Und dann war es das schon mit diesen 3 Tagen. Ich werde dann morgen einen neuen Vlog anfangen und da gibt es dann die Woche Lake District mit unserem kleinen Ferienhaus, was auch bestimmt richtig toll wird. Es ist einfach so unfassbar schön, wieder hier zu sein. Vielen Dank, dass ihr diese Reise zusammen mit mir macht. Das Frühstück im Pub war absolut perfekt. Meine Eltern hatten ein typisch englisches Frühstück, was mir aber zu deftig war am frühen Morgen. Deswegen habe ich ein Continental, also Kontinentalfrühstück bestellt, was sehr süß, aber gut war. Und danach sind wir nach Liverpool gefahren, was wie gesagt keine lange Autofahrt war. So, wir sind in Liverpool angekommen und stehen gerade direkt vorm Hotel. Meine Eltern bringen gerade noch das Gepäck rein, weil unser Zimmer noch nicht fertig ist. Stellen wir es so ein bisschen neben die Rezeption, also zumindest ein paar Sachen. Und ja, gleich gehen wir los. So tired und so fertig. 10 seconds later. Update: Zimmer war doch schon fertig und wir haben eine fucking Suite. Was? Irgendwie alles touristenmäßig Wichtigere lag auch das Beatles-Museum nah beim Hafen. Es war eine Kollektion von Räumen, die nach dem Leben der Beatles eingerichtet waren. Zum Beispiel den berühmten Bus. Es war eine Experience, I can really recommend. Und danach haben wir in der Cafeteria des Museums noch was gegessen und danach waren wir ein bisschen shoppen. Wir waren auch in Liverpool Fanstores und bei Bershka und Urban Outfitters und danach noch in einem Restaurant Abendessen. Wir sind von unserem Einkaufsbummel wieder da und ich habe viel zu viele Sachen gekauft. Wir waren bei Bershka und in einem Urban Outfitters und oh, Urban Outfitters, ich hätte alles kaufen können. Aber ich habe mich noch ein bisschen zurückgehalten und eigentlich weniger Klamotten und eher anderen Stuff gekauft. Aber erstmal zu Bershka. Ich habe mir einmal diese beigefarbene Stoffhose gekauft. In Rom hatte eins von den Mädels, das mit mir auf einem Zimmer war, eine Hose, die eigentlich fast genauso aussah. Und ich fand das richtig cool. Deswegen wollte ich das halt gerne noch mal haben. Und als ich es gesehen habe, dachte ich mir direkt gekauft. Und dann habe ich noch, das war glaube ich sogar eigentlich aus der Jungsabteilung, aber who cares, Unisex, diesen Pullover hier gekauft mit dem Bild von Venus drauf. Und da steht hinten noch so Angaben über das Bild und hier an den Ärmeln steht auch nochmal Renaissance und liebe die Farbe, liebe das Motiv, bin auch Fan von Renaissance und so weiter. Deswegen musste das mit. Das erste, was ich mir bei Urban Outfitters gegrabt habe, war erstmal dieser Clawclip hier. Ich habe keinen grünen Clawclip und grün ist ja gefühlt die Farbe, die meine Seele beschreibt. Und der hier war halt auch cool, weil lang und guter Grip und irgendwie auch schönes Muster. Dann habe ich diese Tasse gekauft. Die hat mir tolle Vintage-Vibes gegeben. I mean, why not? Dann bei Urban Outfitters gibt es ja auch immer Bücher, habe ich mir das hier mitgenommen. Das ist die Memories, was auch immer. Das ist eine Sammlung von Gedichten und Gedanken von Tess Junery? I don't know. Aber die ist irgendwie Tänzerin und Künstlerin und so stand hinten drin. Kennen sie persönlich nicht. Aber mich hat angesprochen, dass die Seiten Aprikotfarben sind. Einfach nur wegen der Ästhetik gekauft. Ich gebe es zu. Dann dieses Tanktop, das war reduziert. Und dann, die hatten richtig viele coole Kleider. Ich muss echt mehr bei Urban Outfitters kaufen. Ich habe mir das Kleid hier mitgenommen. Das ist ziemlich kurz. War auch reduziert. I really like it. Ich sehe mich das bei irgendeinem Grillen oder irgendeinem Familientreffen tragen.
Und dann lastly, ziemlich unspektakulär, habe ich noch diesen Salt of Earth Classic Effective Natural Deodorant Unscented gesehen. Das war irgendwie reduziert auf literally 3 Euro. Und ich glaube, das ist ziemlich gut. Und hier steht irgendwie, dass das schon mehrere Preise gewonnen hat. Die ganzen Terms and Conditions, die da drauf standen, sahen ziemlich gut aus. Das war alles, was ich gekauft habe. Bin sehr zufrieden. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir werden nachher gleich wahrscheinlich nochmal runter in die Bar bei uns im Hotel gehen und da noch was trinken und vielleicht noch ein bisschen Karten spielen oder sowas. Und dann haben wir morgen noch ein bisschen Zeit hier. Wollen noch ins Stadion. Ich habe das noch gar nicht gesagt, aber wir sind hauptsächlich eigentlich hier, weil mein Vater FC Liverpool-Fan ist und er sich das Stadion angucken wollte. Deswegen werden wir uns das morgen noch anschauen. Und dann geht es endlich weiter ins Ferienhaus in Lake District, wo ich mich auch schon richtig drauf freue. Aber ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viel von Liverpool gesehen und angeblich ist es nicht so eine schöne Stadt. Aber bisher finde ich es eigentlich ganz schön. Und ich habe ein paar tolle Sachen hier gekriegt. Allein schon dafür hat sich der Trip gelohnt. Ich weiß, dieser Tag müsste eigentlich schon in den nächsten Vlog hineinzählen, aber wir haben uns am Morgen nochmal ein bisschen die Stadt angeguckt, was ich noch gerne mitfilmen wollte. Und danach waren wir zu der Freude meines Vaters in dem Stadion des FC Liverpool, der sehr cool aufgemacht ist. Man kann sich das Stadion ganz toll angucken mit einer super tollen Audio-Guide-Führung. Aber das war alles, was ich heute für euch habe. Mehr seht ihr dann im kommenden Vlog. Und ansonsten würde ich nur noch sagen, ich habe euch alle lieb und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!